Leute, was geht ab, Leute? Hier. Es ist Montag, es ist Max Out Monday. Bester Tag in der Woche und heute besonders. Heute maxe ich nämlich beinahe Gen 3 fertig. Was noch fehlt ist Volbeat, Illumise, Kürtel, Lunastein und Sonnfell. Das sind regionale. Volbeat und Lunastein hätte ich in 100 und wären bereit zu maxen, aber die will ich mit ihren Paaren wie Illumise und Sonnfell zusammen maxen. Dann fehlt Palim Palim, der wird jetzt auch gemaxt. Kling Plim, der muss erstmal entwickelt werden. 98er, leider. Aber das ist eines der, woher soll man den 100 bekommen? Pokémon. Deswegen ist ein 98er in Ordnung. Nochmal hier die Bewertung. Ja. Das ist solide, kann man machen. Habe ich irgendwann mal gebrütet. Leider knapp daneben. Los geht's. Und dann, die kann ich schon mal wegstreichen. Würde noch fehlen Absol. Von dem habe ich leider keinen guten 96er, aber da geht was Besseres auf jeden Fall. Und Waldreiser. Warum auch immer. Ist ja noch nie gemaxt. Gibt es natürlich auch noch nicht Scheine, also auch noch keinen Grund gehabt. Dann Relikant. Offensichtlich regional. Habe ich nichts, aber. Safari-Zone Liverpool hoffentlich. Denn dort ist er am Start als spezielles Pokémon. Dann haben wir Regirock und Regieis. Ihr wisst, die habe ich gejagt und nada, nix. Bisher immer noch nichts, wo ich sage, okay, den kann man maxen. Und das war's dann. Gen 3 fertig sozusagen. Soweit wie es geht. Dann können wir auch direkt weitermachen mit Gen 4, was heftig ist. Und da fehlt halt eigentlich auch nicht mehr so viel. Den fährt irgendwie nicht so viel zu bieten. Schon eine klasse Sache, wie weit wir schon sind. Die Woche haben wir auch eine Menge Staub gemacht. Es gab ja die Wunderbonusstunde mit so vielen Spawns, das ging ab. Dann am Donnerstag hast du wieder doppelt Staub, das ging auch ab. Und jetzt am Ziel gab es dreifach Staub, das ging auch ab. Also wir haben jetzt wieder ein bisschen Staub gemacht. Das reicht uns für die Woche auf jeden Fall. Was schon mal sehr nice ist. Ich schau mal hier, Gen 4, Alter. Ist eigentlich auch echt nichts, Mann. Gen 4 müssten wir im März fertig haben, was halt heftig ist, man. Ja. Und dann kommen wir zu Gen 5, die aktuelle Gen, die noch nicht mal komplett draußen ist. Heftige Sache. Rizeros war jetzt vorgestern beim C-Day, aber den, oder Gihonio, aber den haben wir schon lange gemaxt, also. Das, ja, da gibt es leider nichts zu maxen. Könnt ihr gerne das Video vom C-Day abchecken und da in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch so lief. Und wir können ein paar Fragen beantworten natürlich. Denn ihr könnt unten in den Kommentaren schreiben, was euch so, was ihr so für Gedanken habt, was für Fragen ihr so habt bezüglich. Eigentlich fragen die Leute alles, aber eigentlich bezüglich Pokémon pushen und so weiter. Was euch entwickeln, was euch pushen und sowas. Und das werde ich dann vorlesen, werde ich die Pokémon maxe. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo und aktiviert die Glocke. So. Wir schauen mal rein. Letzte Woche, was haben wir gemaxt? Oh ja. Schlupp Weiterentwicklung. Servus Song! Ein 100er aus dem X-Ray schon bald 2 Jahre her. Ich habe nochmal das Video geschaut. Episch? Ja. Yeah. Max Out Monday, hab Togepi 100 Shiny Lucky gemaxt. What? Oh, nice. Sehr nice. Hey, Junge, eine Frage. Hast du einen Discord-Server? Wenn ja, darf ich den Link haben? Ja. Der ist eigentlich, ich hab den jetzt nicht am Start, aber wir haben einen, ja. 2253, Palim Palim 100 Max. 98, sorry. Aus Gewohnheit habe ich 100 gesagt. Dann als nächstes haben wir Valgeiser. Da haben wir den hier. Für euch da wie Check. Und los geht's. So. Ich habe gar kein Pokémon auf Maximum. Mein Gott, leiden, Mann. Dafür kriegst du ein Herz. Staub wird langsam knapp. Hoffen wir mal auf ein gutes Staub-Event. Das kann auf jeden Fall kommen, ja. Sorry, ich habe wahrscheinlich in dem Video jetzt ein paar Mal gecuttet, weil Husten.
leichter. Einer fragt, was ist das für eine Seite, wo mir die 100 angezeigt werden? Gibt es sowas auch für Berlin? Ja, für jede Stadt. Hey Hong, wäre es nicht mal genial, wenn Niantic Missing No einführen würde? Also Missing Number, wäre echt softig. Ja, wäre es, kriegst ein Herz. Hab gestern meinen 100er Gartplatz gemaxt und jetzt Anton und dann Garados. Okay, viel Spaß. Giratina gepusht. So. Gestern waren 100er Marmolida. Halt mit Wettbus bei dir, du hast es einfach ignoriert. Ich? Nee. Ich hab's nicht ignoriert. Bei mir ist gestern ein 100er Ohrloch direkt zu Hause gespawnt. Boah, und ich hab geschlafen. Oh mein Gott, leiden, Mann. Alter, Ohrloch endselten, Mann. 100er Ohrloch, saftig, Mann. Hashtag saftig, Hashtag Max of Monday ist beste. Auf jeden Fall. Ah ja, schreibt in die Kommentare, was ihr heute gemaxt habt. Natürlich. Wie kann ich sowas vergessen? Was habt ihr denn gemaxt, Leute? Heute Nacht 100er Shiny Chanera bekommen aus Quest. Hashtag super saftig. Auf jeden Fall, Digga. Auf jeden Fall. Gen 6 kommt ja auch bald im Juni. Nee, Juni ist viel zu früh. Das kommt immer Ende des Jahres. Was ich mich grundsätzlich beim Maxen frage. Sollte ich Pokémon, die maximal 2,6k oder 2,7k CP haben können, also 100 IV überhaupt auf Level 40 pushen? Oder lasse ich das lieber knapp unter 2,5 für die Liga? Ja, das ist ein Problem der PvP-Liga. Damit beschäftige ich mich nicht. Musst du wissen, aber an sich sind die meisten 100er... Ah, nee, egal. Sagen wir nichts dazu. Viel Spaß mit PvP. So, Waldreiser. Den kann ich eigentlich auch jetzt von der Liste streichen. Und dann nehmen wir noch einen Knaller aus Gen 4. Müssen ja nicht direkt mit dem Pokédex weitermachen. Pokédex wäre Starker Lili, der Vogel. Aber wir können auch was Heftiges nehmen. Wie zum Beispiel Schilderos. Das ist doch saftig. Mach mal. Da, 2,7, 2,6. 100er Ballreise. Und zum Abschluss noch ein Schilderos. Da habe ich nämlich ein 100er aus dem Ei. 509 für euch die Bewertung. Und erstmal entwickeln. Aber ich glaube, das wird dann im Schnelldurchlauf gemacht, weil die Fragen sind zu Ende. Wir haben nichts mehr zu erzählen. Und eine Box haben wir natürlich auch noch am Start. Die muss auch noch geöffnet werden. Boom. Sehr nice, der ist saftig. Alter, der ist so low, Mann. Wie hoch kommt der überhaupt? Der ist jetzt entwickelt unter 1000. What the fuck? Da bin ich mal gespannt. So, gleich haben wir's. Der ist echt low. Und über die 1500 gerade gegangen. Was mich aber nicht juckt. So, 1539. Knapp. Ich habe den an Weihnachten gebrütet. 24.12. Interessant. Weihnachtsgeschenk. Dann haben wir noch eine Box am Start von Loot Chest. Grüße gehen raus. Alle Infos unten in der Beschreibung.
Jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Geek und Nerdstuff, Anime-Zeugs, bla bla, ist das. Zack. The Witcher bestimmt oder irgendwie sowas. Bestimmt, auch wenn ich es nicht kenne. Also noch nicht gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher. Was haben wir denn hier? Voll die edle Box. Mit Silber noch und so. Was? What the fuck? Richtig crazy. Star Wars Kartenspiel. Top Trumps. Okay. Roller Süßigkeiten. Hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Dungeons and Dragons Untersetzer. Lederuntersetzer. Und wie immer eine Popfigur am Start. 384 Ant-Man in Gold. Vielen Dank. Und ja, das war's von Max und Monday. Haben wir sozusagen Gen 3 fertig. Soweit es geht, kann ich. Mehr kann ich nicht maxen momentan von Gen 3. Das ist schon heftig, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell wir da unserem Ziel vorankommen. Wie gesagt, März ist Gen 4 fertig und dann. Boah, dann sind wir aktuell. Und Gen 6 kommt ja erst irgendwann Ende des Jahres, wenn überhaupt. Da erst, auch erstmal in Stückweise, also. Wir haben. Es fehlt der Staub, aber abgesehen davon haben wir die Gens eingeholt bezüglich dem Maxen. Was machen wir danach bloß? Was machen oder maxen wir danach? Danach können wir halt so Duplikate maxen. Ich habe ja noch 6, 7, 8, 98er Rayquaza und sowas, noch ein paar 98er Mewtwo, dies, das, noch ein paar Kyogre, Kyoto und was weiß ich. Die ganzen Legendären, die ich halt mehrfach habe in Gut. Wer weiß, vielleicht sowas. Wenn wir genug Staub haben. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.